Willkommen bei der Algebra 2. Schönen Vormittag. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich fühle mich wieder wie ein Nachrichtensprecher, der in die Kamera schaut. Leider habe ich keinen Teleprompter. Das wäre ja noch besser, dann müsste ich ja nur da gegenüber ablesen. Ihr könnt auch gerne eure Kamera anschalten, damit ich ein bisschen ein Feedback habe. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir machen also jetzt weiter mit dem Lightboard. Ich habe auch eine Rückmeldung bekommen, dass das ganz gut funktioniert und ihr da gut mitschreiben könnt. Und dann schießen wir mal los. Zwischendurch werden wir wieder eine kurze Pause machen, damit ihr dann ein bisschen Luft holen kann und die Tafel wischen. Also, wir sind beim Satz vom primitiven Element, den ich letztes Mal schon hingeschrieben habe. Machen wir noch einmal. Satz vom primitiven Element. Übrigens, die Aufzeichnungen von gestern und von heute, die werden bald hochgeladen. Das ist immer ein bisschen verzögert, weil das jemand extra Techniker machen muss. Also, was sagt der Satz vom primitiven Element? Wir haben eine Körperweitung K in L endlich plus separabel. Und nachdem es endlich ist, können wir das schreiben als das Erzeugnis von Elementen A1 bis AN, AI in L algebraisch über K plus separabel. Und die Behauptung ist, dann existiert ein C in L mit L gleich K C. Und die Sprechweise diese Aussage ist, dieses C, habe ich schon gestern erwähnt, ist nicht eindeutig, da gibt es sehr viele. Und man könnte das so sagen, das funktioniert für jede genügend allgemeine Wahl von C und falls K unendlich ist, als Linearkombination der AI. Man sagt dann auch für generische C, Sprechweise, für generische C in L gilt L gleich KC. Wie kennt ihr den Begriff für fast alle? Wenn man eine Menge hat und sagt, für fast alle Elemente gilt etwas, dann sind das immer alle bis auf endlich viele. Hier ist das ein bisschen anders. Für die, die es nicht funktioniert, das sind nicht endlich viele, aber das sind in einem gewissen Sinn weniger. In der Maßtheorie würde man sagen Maß 0, in der algebraischen Geometrie sagt man, das ist für eine abgeschlossene Teilmenge, funktioniert es nicht, aber für eine offene Teilmenge gilt es schon, auf einer dichten Teilmenge. Gut, wollen wir das beweisen? Wenn k endlich ist, dann haben wir das schon gemacht. B sei also k ein unendlicher Körper. Und wir verwenden hier die Unendlichkeit dadurch, dass ein Polynom von gegebenem Grad immer nur endlich viele Nullstellen hat. Das heißt, jedes Polynom, das wir über k wählen, hat auch einen Wert, wo es nicht 0 wird. Okay? Das wird dann unser C sein. Die Frage ist nur, wie schaut dieses Polynom aus? Also, betrachte, naja, wir beginnen mit K, das ist in K adjungiert A1, K adjungiert A1, A2
und so weiter bis nach L gleich K A1 bis AN. Das sind die Zwischenkörper. Und nach dem Satz von gestern mit allen Zwischenkörpern separabel. Okay, also jede dieser Körpererweiterungen, die hier auftaucht, ist separabel. Ich habe das hier abgekürzt, alle Zwischenkörper separabel. Das heißt, wir können das per Induktion über n, müssen wir nur so einen Schritt betrachten. Mit Induktion über n genügt es, n gleich 2 zu betrachten. Also L gleich, jetzt nennen wir die AI einfach A und B gleich K AB. AB in L separabel. Um zu zeigen, ist dann, es existiert ein C in L mit L gleich K AB gleich KC. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitschreibt und ob das vom Tempo her so passt. Ich würde euch schon empfehlen, mitzuschreiben, weil das viel eindringlicher ist. Ihr merkt euch das dann viel besser. Okay. Gut, und das Ganze sitzt natürlich im algebraischen Abschluss von K, weil das eine algebraische Körpererweiterung ist. K in L in KAB in K quer. Gut. Jetzt betrachten wir, wie wir schon früher gemacht haben, K-Homomorphismen. Betrachte K-Homomorphismen. Die nennen wir Phi von L nach K quer. Das wird unser Schlüssel zum Erfolg sein. Also K-Homomorphismen heißt, dass sie das Phi eingeschränkt auf K ist die Identität von K. Das ist ja im Pro-Seminar aufgetaucht. Anders ausgedrückt, das Phi ist auch K-linear. Phi K-linear plus multiplikativ. Gut. Diese K-Homomorphismen werden uns den Beweis dann liefern. Gut. Wir brauchen jetzt zwei gerade Sätze. Die Grad der Körpererweiterung von Ka über K, E gleich von AB, sorry, das ist das soll der Grad von KAB über KA sein. Mit, naja, D mal E ist dann der Grad von KAB über K. Was auch gleich ist L über K. Gut. Wir zeigen unten, oder später, dass dieses D mal E der Anzahl der K-Homomorphismen ist. D mal E ist die Anzahl der Phi von L nach K quer K-Homomorphismus. Wir setzen also das momentan voraus, dass das gilt. Ja, also wir haben hier die Anzahl der K-Homomorphismen durch den Grad dann gleichgesetzt. Und jetzt kommt der erste entscheidende Schritt. Setze nun, wir definieren ein Polynom g von x
ein Produkt über alle Phi, Psi, K-Homomorphismus von L nach K quer, wobei Phi ungleich Psi ist. Und zwar nehmen wir Phi von A minus Psi von A mal X minus Phi von B. A und B sind unsere beiden Erzeuger, minus Psi von B. Und darüber das Produkt. Naja, der Grad, das ist ein Polynom in Kx. Sorry, in k quer x, weil die Phi gehen ja nach k quer. Ja, das ist in k quer x. Und der Grad, naja, eben wie viele, der Grad wird gegeben durch die Anzahl der K-Homomorphismen. Nachdem wir die doppelt zählen, müssen wir natürlich diese Anzahl über 2 nehmen. Okay? Ja. Die Phis hier, das können wir noch dazu schreiben, falls ihr noch Platz habt, das L ist KAB und wir wissen schon, dass das Phi bestimmt ist durch die Phi A und Phi B. Phi ist bestimmt durch die Bilder Phi A, Phi B in K quer. Wenn wir die haben, dann ist doch, dann haben wir den Einsetzungshomomorphismus. Jetzt ist aber, wenn wir das hier jetzt betrachten, dass in diesem Produkt hier können die Faktoren, die einzelnen, nicht null sein, weil Phi von und Psi verschieden sind. Das heißt, entweder muss dann Phi von A ungleich Psi von A sein oder Phi von B ungleich Psi von B. Also folgt, dass das G von A, das G nicht identisch 0 ist. Beachte, G ist nicht identisch 0, nicht das Nullpolynom, da alle Faktoren ungleich 0. Ja, diese Faktoren, die hier in der Ecke in Klammer stehen, sind alle ungleich 0. Jetzt kommt der Schritt mit dem unendlichen Körper. Also existiert ein C in K mit G von C ungleich 0. Sorry, das ist natürlich nicht in K, sondern in L. Ich muss da immer sehr sorgfältig löschen. C in L. Und dieses C können wir schreiben als Linearkombinator C gleich A plus Gamma B Gamma in K. Hier haben wir jetzt diese Linearkombination und ich kann da einfach den Koeffizienten von A kann ich gleich 1 nehmen, weil das nicht viel ändert. Ja, warum kann ich so eine Linearkombination wählen? Ja, wir wissen, dass das G von ist nicht identisch 0. Und wenn wir hier einsetzen, nachdem das Phi und Psi K linear sind, können wir das hineinziehen und dann erhält man das. Also das bitte noch zu Hause nachprüfen. Und man sieht, naja, wenn wir hier einsetzen in dieses G, das G von A plus Gamma B, das kann nur für endlich viele Gamma, kann es 0 werden, weil das G ein Polynom ist. Also schreiben wir vielleicht hier in Klammer, G von A plus Gamma B kann nur diese Art von Argument taucht in der Mathematik immer wieder auf, kann nur für endlich viele Gamma
0 sein. Alle anderen Gamma, und jetzt sind es wirklich fast alle, also fast alle, liefern ein valables, ein gültiges C. Der ganze Clou des Beweises ist natürlich, dieses Polynom hier zu definieren. Gut. Ich hoffe, das Blau ist gut sichtbar. Ja, müsste eigentlich schon. Ich habe ja hier auch nebenbei noch einen zweiten Monitor, wo ich das sehe, was ihr seht. Der Staubsauger ist hier ein Wassersauger. So, jetzt können wir da einsetzen, dieses C gleich A plus Gamma B einsetzen von C gleich A plus Gamma B und Rechnung. Liefert Phi von C ungleich. Das ist immer lästig, weil das Löschen hier nicht sehr gut funktioniert. Man muss wirklich versuchen, sich nicht zu verschreiben. Ungleich Psi von C für alle Phi ungleich Psi K-Homomorphismus. Ihr seht, dort wo ich gelöscht habe, hier, da verschwimmt das gleich, weil es noch nicht ganz trocken ist. Vielleicht sollte ich da ein besseres Tuch verwenden. Gut. Damit haben wir aber jetzt, dass die, nachdem die alle verschieden sind, folgt, dass der Grad von KC über K gleich ist Grad der Anzahl der Phi von L nach K quer, K-Homomorphismus. Ja, das waren ja gerade die, die hier auftauchen. Und das war D mal E. Okay. Aber das KC sitzt natürlich in L drinnen. Ja, also ist das hier kleiner gleich. Kleiner gleich L über K. Und unsere Voraussetzung von vorher war, dass das gleich D mal E ist. Nach oben. Naja, jetzt ist aber das KC über K eingeklemmt. Es folgt, dass KC, ach, das ist eine runde Klammer, Entschuldigung, gleich L. Ja, wir können hier auch die eckige schreiben, weil das C algebraisch ist, aber besser runde Klammer. Es folgt, dass KC gleich L ist. Das war zu zeigen. Also müssen wir noch ausrechnen, noch zu zeigen, dieses L über K ist gleich die Anzahl der Phi von L nach K quer, K-Homomorphismus. Entschuldigung, das hat mich ein bisschen verräuspert.
Jetzt hier dürfen wir natürlich noch nicht verwenden, dass das L von KC erzeugt wird. Wir schreiben das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen Körperweitung K in L' gleich K. Adjungiert muss ich aufpassen, dass ich da keinen Blödsinn schreibe. Das A enthalten in L gleich K AB. Und daher gilt die folgende Formel, die wir schon mal gemacht haben. Die Anzahl, die sollte ich jetzt vielleicht, da würde ich mal M nennen, damit ich da nicht so viel schreiben muss. Das M ist gleich der Anzahl der Nullstellen vom Minimalpolynom FA von A in K quer. Ah, falsch, Fehler. Jetzt habe ich was übersehen. Ich will nicht dieses M nehmen, sondern hier ist die Anzahl natürlich von L' Phi von L' nach K quer, K Homomorphismus. Also noch einmal zur Klarstellung. Das L' wird von A erzeugt und jeder K Homomorphismus von L' nach K quer ist durch das Bild von A beschrieben und wir haben schon gesehen, es gibt genauso viele K-Homomorphismen von L' nach K quer, wie das Minimalpolynom FA von A Nullstellen in K quer hat. Okay? Das haben wir gestern und letzte Woche auch schon gemacht. Gut. Und nachdem aber das Minimalpolynom von FA in K quer separabel ist, ist das gerade der Grad von FA. Ja, im K quer sind ja alle Nullstellen und hier verwenden wir A separabel. Weil alle Nullstellen sind verschieden. Ja, aber der Grad von FA ist nichts anderes als der Grad von KA über K und das war unser D. Jetzt müssen wir dieses Phi, das von L' nach K quer geht, noch fortsetzen auf N, auf L. Fortsetzungen von Phi auf L. Ihr seht, das ist also jetzt schon viel heikler der Beweis als die üblichen Beweise bisher. Naja, wenn wir so ein Phi von L' nach K quer haben, auf wie viele Arten können wir es fortsetzen? Ja, es gibt genau E, solche Fortsetzungen. Und das E war aber nichts anderes als der Grad von L über L' viele Fortsetzungen. Das werde ich vielleicht im Pro-Seminar noch ausführlicher besprechen. EPS. Das stellen wir vielleicht auf den neuen Zettel drauf. Das macht jetzt keinen Sinn, das hier auseinander zu fieseln, da werdet ihr nur verwirrt. Und damit haben wir zuerst einmal, hier haben wir D viele, jeder dieser K-Homomorphismen hat E viele Fortsetzungen, also gibt es insgesamt D mal E viele K-Homomorphismen L nach K quer. Und das war zu zeigen. Okay. Ihr seht also, das ist jetzt ein wesentlich höheres Niveau als das Kapitel über Teilbarkeit. Da muss man jetzt schon viele Bausteine zusammensetzen, um das hinzukriegen. Das ist ein, das habe ich mehrfach erwähnt, ein wichtiger Satz,
der Algebra, ein ganz zentraler. Und ihr sollt euch den, macht euch eine Bemerkung hin, Sternl oder sonst irgendetwas, da würde ich dann, also erstens einmal nur die Aussage in der Prüfung erwarten, aber auch eine Idee, wie man hier das ungefähr beweist. Ja. Ihr müsst da nicht die Details des Beweises wissen, aber ihr müsst wissen, dass man das in Zusammenhang bringt mit dem K-Homomorphismus, mit den Fortsetzungen, dass man den Fall von A und B, das ist genügt, nur zwei Erzeugende zu betrachten. Ich habe gestern habe ich auch das Noether-Normalisierungslemma erwähnt in dem Zusammenhang. Und da kommen jetzt eine Reihe von Bemerkungen. Das ist meine erste Bemerkung. Ja, vielleicht schreibe ich das ein bisschen um, Bemerkungen. A, ja, wir haben wieder K in L gleich K A1 bis AN separabel. Oft sage ich noch extra algebraisch dazu, das ist aber inkludiert. Seien Fi in Kx die Minimalpolynome von Ai erhalten, surjektiven Homomorphismus, Ringhomomorphismus. Ja, was machen wir? Ich dachte, neue Variable x1 bis xn. Und wir setzen k x1 bis xn. Die xi sind Variable, die für die ai stehen. Und wir schneiden hier f1 bis fn heraus, das Ideal. Und wir gehen nach L. Ja, und das xi quer, das ist ein Einsetzungshomomorphismus, geht auf ai. Einsetzungshomomorphismus. Und klarerweise haben wir hier, auf dieser Seite haben wir alle Polynome in xi quer und das L ist einerseits k1 bis a1, aber das kann man natürlich, wie wir schon früher gesehen haben, auch als eckige Klammern schreiben. Und daher ist das surjektiv. Das nennen wir vielleicht Alpha. Alpha ist surjektiv. Und wenn wir jetzt den Satz vom primitiven Element anwenden, Übergang zu, na, jetzt schreiben wir L gleich KC mit C in L. Ja, wir schreiben hier das mit erzeugt durch ein Element. Ja, so wie bei den zyklischen Gruppen haben wir ein einziges Erzeugendes. Mit C und L liefert für F in Kx Minimalpolynom von C. Jetzt geht wieder mein Stift aus, aber ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Wenn wir also jetzt zu diesem C das Minimalpolynom F nehmen, dann erhalten wir einen Isomorphismus und das ist dann ein Körperisomorphismus. Jetzt nenne ich das hier vielleicht KY. Wir nehmen das FY heraus und das geht auf KC. B
wieder y quer, wieder Einsetzungshomomorphismus geht auf C. Und jetzt, erstens ist das hier ein Körper, weil das F irreduzibel ist. Entschuldigung. Jetzt haben wir also eine sehr explizite Beschreibung von diesem KC bekommen, nämlich als Polynom in Modulo einem Polynom. Okay. Ja, das ist also eine vorteilhafte Beschreibung von L. Also ist L Factoring. Von KY modulo einem Primideal. F von Y. Und das erlaubt darin zu rechnen. Hier das Rechnen funktioniert mit Hilfe der euklidischen Division. Rechnen. Mit euklidischer Division. Also dieser Satz zum primitiven Element liefert eine Methode, um Körper festzunageln. Ja, wir können dann explizit sehen, wie sie ausschauen, sofern wir das C kennen und das Minimalpolynom dazu. Okay. Das hat Relevanz in der algebraischen Geometrie. Wie schaut es mit der Zeit aus? Wir haben um 9:30 begonnen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt das Noether-Normalisierungslemma, das ich gestern angesprochen habe, noch einmal algebraisch formulieren. Und das Noether-Normalisierungslemma ist in diesem Sinn eine Verallgemeinerung des Satzes vom primitiven Element. Es gibt den Satz vom primitiven Element in wesentlich allgemeineren Versionen. Ich werde das euch nur hinschreiben für diejenigen, die sich interessieren. B, das Noether-Normalisierungslemma, algebraische Version, ja, wir nehmen jetzt den Polynomring in n-Variablen über einen Körper, wieder k, ja, gut, i sei in k x1 bis xn ein Ideal. Und ich muss jetzt ein bisschen was unter den Teppich kehren, aber das sollte jetzt nicht sehr schlimm sein. Wir nehmen R, den Ring kx1 xn modulo i. Man nennt das den Koordinatenring der algebraischen Varietät, die durch i definiert ist. Okay, diesen Faktorring. Und man hat hier eine Ringerweiterung. Ja, Achtung, das ist im Allgemeinen ist das kein Körper, ja, weil i nicht maximal sein muss. Das ist nur ein beliebiger Faktorring. Dann existiert ein Unterring S von R, der isomorph zu einem Polynomring K, das sind jetzt neue Variablen y1 und yd, ist die Anzahl dieser Variablen
Ich greife da jetzt schon ein bisschen vor. Bei D, die sogenannte Krull-Dimension, von R ist. Und diese Krull-Dimension kann man auch als Transzendenzgrad auffassen, sodass es in R endliche Ringerweiterung ist. Das wird jetzt alles noch keinen Sinn machen, das sei einfach einmal so hingeschrieben. Ja. Die Endlichkeit ist das Wesentliche. Geometrisch bedeutet das, wenn man das übersetzt, genau das, was ich gestern gesagt habe. Die Ringerweiterung, die man hier hat, entspricht einer, im Wesentlichen einer Projektionsabbildung. Wenn x, na, ich schreibe es vielleicht. Ich glaube, ich mache nur ein Bild hin. Das Bild von gestern. Wenn wir den Doppelkegel in die Ebene projizieren, dann sind die Urbilder von Punkten endlich. Ja? Die Projektion, ich schreibe es in Worten hin, die Projektion einer algebraischen Fläche im, nehmen wir das im C3, in den C2, ihr könnt das geometrisch aber natürlich auch über den reellen Zahlen euch denken, in den C2 hat meistens, und das meistens hat zu tun mit dem generisch von C hier, ja, hier können wir auch nicht jedes C nehmen, und meistens heißt das, dass es für fast alle Projektionen gilt, in den C2 hat endliche Fasern. Fasern, ich erinnere, sind die Urbilder von Punkten. Ja, und das haben wir schon angedeutet, hier werden diese beiden Punkte, das kann ich jetzt schlecht zeichnen, werden zwei Punkte auf den gleichen abgebildet unter der Projektion. Ja? Und diese endlichen Fasern, die hier auftauchen, entsprechen genau dieser endlichen Ringerweiterung. Das heißt, um zu zeigen, dass das gilt, zeigt man, dass die Ringerweiterung endlich ist, ja, dass man so hier endlich viele Erzeugende von R über S hat, und dann erhält man das Geometrische. Okay. Das ist also algebraische Geometrie und kommutative Algebra. Da gibt es jetzt noch eine Verstärkung dieser Sache, die jetzt wieder zurückführt zu unserem Satz vom primitiven Element, und zwar den Satz von Chevalier. Ich schreibe das nur in Worten hin, damit ihr es einmal gehört habt. Jede etale Erweiterung, und etal ist eine Art von Erweiterung, die eines Polynomringes oder eines Faktorringes eines Polynomringes, die im Wesentlichen die Voraussetzung des Satzes von den inversen Funktionen erfüllt. Jede etale Erweiterung ist lokal standardetal. Das ist einer der wichtigsten Sätze der Basic der algebraischen Geometrie. Jede etale Erweiterung ist lokal standardetal. Und das etal heißt, die Erweiterung ist gutartig, und standardetal heißt, dass sie von einem Element erzeugt wird. Ja. Von einem Element erzeugt. Okay. Das ist ein Analogon des Satzes vom primitiven Element. Der Satz vom primitiven Element geht über Körpererweiterungen. Hier geht man von Ringen. Ja, das ist also ein bisschen eine kompliziertere Situation. Und der Beweis hier ist x-mal schwerer. Beweis ist sehr schwer. Es gibt hier keinen einfachen Beweis.
Wenn man den komplett machen will, sitzt man sehr lange und braucht sehr viel Theorie. Okay? Nur um anzudeuten, dass dieser Satz von primitiven Elementen sozusagen der Kern von einer viel größeren Theorie, die immer darauf hinauszielt, eine Erweiterung mit mehreren Elementen darzustellen, als eine Erweiterung durch ein Element. Beim primitiven Element haben wir die Körper, beim Satz von Chevalier haben wir Ringe. Okay. Das geht sehr ein in der Theorie von Schemata von Grothendieck. Ja. Das werden wir nicht einmal in der algebraischen Geometrievorlesung beweisen können, aber zumindest können wir das dann so formulieren, dass man es versteht. Okay. Gut, ich glaube, das wäre, schaue ich gerade, ob ich da noch Bemerkungen habe. Ah ja, noch eine letzte Bemerkung, die kann ich vielleicht hier noch einfüllen, bevor ich löschen muss. Wenn ihr die Literaturquellen anschaut, die ich euch gegeben habe, dann werdet ihr sehen, dass über separable Erweiterungen dort immer sehr viel mehr steht. Das ist, was wir hier machen, wie schon erwähnt, nur ein kleiner Bestandteil. Eine Bemerkung ist noch, die Definition des Separabilitätsgrades ist K in L nicht notwendig separabel. So heißt, das schreibt man jetzt L K mit unten S, das ist die Anzahl der Phi von L nach K quer K-Homomorphismus. Der Separabilitätsgrad von L über K. Ich glaube, das kann man noch lesen hier unten. Man kann noch eine Zeile hinschreiben. Hier gilt für diesen Separabilitätsgrad auf das, wie wir im Beweis des Satzes über das primitive Element auch gesehen haben, gilt wieder diese Produktformel für K in L in M gilt, Körpererweiterungen gilt, das war schon falsch, M über K S. Die gleiche Formel wie für den gewöhnlichen Grad ist M über LS mal L über KS. Das könnte man eigentlich auch im Pro-Seminar machen. Das ist nämlich genau der Teil des Beweises am Schluss, des Beweises vom Satz vom primitiven Element. Naja, und K und K in L ist dann separabel. Genau dann, wenn der Separabilitätsgrad L über KS gleich ist dem Grad von L über K. Okay. Das noch eine letzte Bemerkung dazu. Und jetzt machen wir 5 Minuten Pause. Und dann kommen wir gleich zur Galois-Theorie und zu den Galois-Erweiterungen. Bis gleich.
Okay, ich hoffe, ihr hört mich wieder und seht mich auch. Vielleicht kurze Besprechung, wie das jetzt für euch funktioniert mit dem Lightboard. Ist das für euch angenehmer als, also letztes Semester haben wir das Skriptum verwendet und nur im Skriptum gelesen. Jetzt, hier kommt man natürlich etwas langsamer weiter, weil ich alles schreiben muss. Und es ist auch nicht so schnell natürlich, wie wenn wir in Präsenz wären. Aber vielleicht schaltet ihr euer Mikrofon an oder schickt mal einen Chat, ja, ob euch das soweit passt. Es ist nämlich etwas aufwendig, das immer so zu machen. Aber wenn ich da Feedback bekomme, dass ihr das gut findet, dann machen wir es so weiter. Ja, schreibt man es einfach in den Chat, das ist das Einfachste vielleicht. Genügt auch, wenn ihr schreibt okay oder nicht okay oder so. Ja. Schön wäre es natürlich, wenn wir ein größeres Lightboard hätten. Danke für eure Rückmeldung, das passt jetzt schon so gut. Dann bin ich da bestärkt, dann machen wir das auch weiter. Das Schwierige, das habe ich eh schon gesagt, ist natürlich, dass ich euch anschaue, indem ich in die Kamera schaue. Die Kamera schaut mich aber natürlich nicht so an, wie ihr mich anschaut, sondern die steht nur da ganz schwarz und dann ist man nicht so motiviert, dorthin zu schauen. Das muss man erst lernen, dass man so hinschaut, als ob ihr genau da gegenüber wärt. Aber das, so weit bin ich noch nicht, aber es sollte gehen. Gut, jetzt große Definition. Galois-Erweiterung. Nach Évariste Galois. Den schönen Namen Évariste. Galois. Ihr kennt seine Geschichte, ist schon oft wiederholt worden. Eine Körpererweiterung K in L. Heißt, naja, entweder sagt man Galois-Erweiterung oder Galoisch. Naja, Galoisch wird man jetzt schreiben, manche, ich würde einfach sagen, oder Galois. Wir finden ein neues Adjektiv, kleingeschrieben Galois oder großgeschrieben. Vielleicht schreibt man es groß besser. Oder einfach Galois. Wenn. Zwei Bedingungen. Also das ist algebraisch, das sowieso. Ich schreibe das aber noch extra hin. Algebraisch. Und das folgt aber schon aus zwei. Aber es ist oft gut, das doppelt hinzuschreiben. Zweitens, K in L ist normal. Also L gleich Zerfällungskörper von Polynomen. Und drittens, und das ist eben ein bisschen mühsamer, separabel. Es wäre interessant, die Originalarbeiten von Galois zu lesen und zu sehen, ob er wirklich die Separabilität schon dabei gehabt hat und wie weit er die behandelt hat. Ja. Und hier nochmal zur Wiederholung. Automatisch in Charakteristik 0. Wie kann man sich das merken? Gefühlsmäßig sind das jene Erweiterungen, wo alle Nullstellen immer dazugenommen werden. Ja? Das normal bedeutet, dass wenn ein Polynom eine Nullstelle in L hat, dann hat es alle Nullstellen in L, sofern es irreduzibel ist. Okay? Gut, eine Reihe von Bemerkungen. Das sind also jene Erweiterungen, für die man dann die Theorie sehr gut machen kann. Ah, also sei K in L Galois. F in Kx irreduzibel, irreduzibles Polynom mit einer Nullstelle in L, dann sind alle Nullstellen in L.
Also dann alle Nullstellen in L, genauso viele wie der Grad angibt und alle verschieden. Ja, ihr seht schon, wenn Nullstellen zusammenfallen, dann ist das ein bisschen eine mühsamere Situation. Wenn sie verschieden sind, oder wenn man nennt die auch dann einfache Nullstellen, dann kann man besser argumentieren. Ja, dann permutiert jeder K-Homomorphismus Phi von L nach K quer mal, nehmen wir sogar von L nach L, genügt auch. Jeder K-Homomorphismus Phi von L nach L, und nachdem jeder Körperhomomorphismus ist automatisch injektiv, nachdem wir aber in den gleichen Körper gehen, ist es sogar, also sogar K-Isomorphismus. Permutiert jeder die Nullstellen von F. Okay. Das ist jetzt schon das Sesam öffnet dich. Ja, das haben wir schon gesehen, denn wenn f von a gleich 0 ist, dann folgt, wie soll ich es schon am besten schreiben, i von a Nullstelle von f, muss man nur einsetzen, und umgekehrt, ja, warum werden die permutiert? Wir nehmen zwei Nullstellen her. Für A, B in L Nullstellen von F definiere Phi von L nach L. Sorry, das habe ich zu viel geschrieben. Definiere Phi von KA nach L durch Phi von A gleich B. Das haben wir schon gesehen, dass das geht. Ja? Und jetzt setzen wir es fort. Und setze mit Satz früher fort zu Phi von L nach L. Ja, nennen wir das vielleicht Phi Schlange und die Fortsetzung an Phi. Ja, wenn wir jetzt mit G gleich out KL die Phi von L nach L K-Automorphismen betrachten, das ist eine Gruppe. Klarerweise ist Gruppe bezüglich der Komposition. Und diese Gruppe operiert auf den Nullstellen von F. G operiert transitiv auf den Nullstellen von F. Was bedeutet das? Genau, dass jede Nullstelle auf jede beliebige durch ein Gruppenelement abgebildet werden kann. Also für alle A, B, Nullstellen von F, das F ist fixiert, existiert ein Phi in G mit Phi von A gleich B. Ja, das war ja das, was wir gerade vorher gesagt haben, dass, dass die permutiert werden. Ich lese gerade im Chat, dass man da schlecht lesen kann, hier, das da. Ja, das ist komisch, das ist irgendwie schlecht angegangen, ich sehe das auch am Bildschirm. Ich sage es noch einmal, was hier steht. Also die Rückrichtung des Beweises, wenn wir, das kann man glaube ich noch lesen, wenn A, B Nullstellen von F sind,
Dann definieren wir Phi Schlange von Ka nach L durch Phi von A gleich B. Und diesen K-Homomorphismus können wir nach einem Satz früher fortsetzen, das steht hier unten, zu einem K-Homomorphismus Phi von L nach L. Warum das nicht lesbar ist, ist mir unklar, weil das hier bei mir gut lesbar ist, aber das ist die Aussage. Ich hoffe, das passt so. Ja? Soll das nochmal wo hinschreiben? So kann man das, ist komisch. Da hat die Kamera vielleicht einen schwarzen Fleck. Hier ist das Phi von L nach L. Interessant. Ja. Ich hoffe, es geht jetzt. Ja. Was ist das? Vielleicht das da noch. Diese Stifte übrigens, die sind ziemlich, das sind diese Marker. Das ist natürlich reines Gift, weil da irgendwelche komischen Materialien drinnen sind, aber es geht glaube ich nicht anders. Die Kreiden sind natürlich da sympathischer. Das ist der Begriff der transitiven Operation. Hier oben könnt ihr auch schlecht lesen, sehe ich gerade. Das da ist Phi von. Ich glaube, ich werde jetzt meinen Stift wechseln. Aber das ist immer so die. Schauen wir mal, ob der besser geht. Der schaut gut aus. Wechsel mir auf Gelb. Das ist nur vordergründig gut. Nach 10 Minuten ist der dann auch wieder ganz schwach. Gut. Das war die erste Bemerkung. Was ist die zweite Bemerkung? B. Diese Gruppe kriegt einen eigenen Namen. G gleich out KL. Gal KL. Die Galois-Gruppe heißt Galois-Gruppe. Das müsste jetzt sehr gut zu lesen sein, von K in L und ist eine endliche Gruppe. Naja, nachdem sie von Permutationen erzeugt wird, ja, nachdem jede Nullstelle von F nur endlich viele verschiedene Bilder haben kann. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da keinen Unsinn sage. Ich glaube, ich will hier K in L eine endliche Körperweiterung nehmen. Sei L über K, schreibt das noch dazu, kleiner unendlich. Ja, wir wollen immer, das ist der Fall, der uns interessiert. Ja, sonst hat man da Probleme. Gut. Und wie viele gibt es da? Naja, die Kardinalität dieser Gruppe ist gerade L über K. Wieso? Nach dem Satz über vom primitiven Element. Ja, das L über K können wir schreiben als KC über K, ja, für dieses Element C. Und das C hat ein gewisses Minimalpolynom. Der Grad des Minimalpolynoms ist genau der Grad dieser Körpererweiterung. Und nachdem die Nullstellen des Minimalpolynoms dann genauso viele sind wie der Grad und die permutiert werden, ist das gleich. Das ist jetzt eigentlich, wie soll man sagen, die Begründung für diese Definition hier.
Ja, weil man jetzt eine Gruppe ja in Beziehung bringt mit Körpererweiterungen. Und das Erste, was schon schön ist, es ist eine endliche Gruppe. Man sieht hier, das ist eine Untergruppe der Permutationen. Ja, wenn das hier, nennen wir das D von mir aus, wenn der Grad des Minimalpolynoms von C gleich D ist und damit gleich diesem Grad der Körpererweiterung, dann folgt daraus, dass das Gall KL eine Untergruppe der Permutationsgruppen sind. Das ist die Permutationen von D-Elementen oder von den Zahlen 1 bis D. Das ist eine Untergruppe. Ja. Das ist nicht so schwer, ja, aber erzählt uns auch sehr viel, nämlich die Frage ist, was für eine Untergruppe das ist hier. Ja. Ist es ganz SD, ist es klein oder groß? Ja, und interessanterweise, die Lösbarkeit von polynomialen Gleichungen hängt damit zusammen, wie diese Gruppe in dieser Permutationsgruppe drinnen sitzt. Okay. Die genauere Bedingung ist, ob diese Galois-Gruppe auflösbar ist oder nicht. Okay. Jetzt noch eine dritte Bemerkung. Ich hoffe, das kann ich hier noch schreiben. Endliche Körpererweiterungen von FQ, Q gleich P hoch E, eine Primzahlpotenz, sind Galois. Da ist man immer auf der trockenen Seite. Erstens haben wir schon gesehen, dass alle Körpererweiterungen über FQ separabel sind, ja, weil das ein endlicher Körper ist. Separabel schon gesehen und normal ja, wie schaut diese Körpererweiterung aus? Nachdem das endlich ist, muss das auch ein endlicher Körper sein. Also K gleich FQ in L. Wenn hier eine endliche Körpererweiterung vorliegt, dann muss das L das FQ enthalten. Und wir haben schon gesehen, das ist dann von der Gestalt FQ hoch M. Für ein M. Für ein m, natürliche Zahl größer gleich 1. Ja, und das FQM ist aber ein Zerfällungskörper über FQ. Und FQM ist ZFK, bababam, von, kann man angeben, x hoch QM minus x. Zerfällungskörper über FQ. Über FQ. Jetzt wird also schon interessanter. Ich muss wieder ein bisschen löschen. Jetzt tun wir mal das Blaue weg. Ich mache das jetzt absichtlich ein bisschen langsamer, erstens, weil wir natürlich online sind, aber zweitens auch, weil diese Begriffe irgendwie ganz neuartig sind. Ja, diese Art vorzugehen, da braucht man einige Zeit, um das zu verdauen und zu assimilieren. So, jetzt ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber wir haben noch sehr gut Zeit. Definition Fixkörper. Mein Stift wird schon schwächer.
sei. K in L Galois-Erweiterung. Und G eine Untergruppe von Out L. Gal K L eine Untergruppe. So heißt L um G definiert gleich A in L, G von A gleich A für alle G in G. Der Fixkörper von L bezüglich G. Jetzt würde ich das auch gerne ins Proseminar hineingeben, aber ich habe, das kann man schon noch lesen, ich habe es nochmal als Bemerkung hin, das ist, glaube ich, wird dann zu viel für das Proseminar. Bemerkung. Erstens, das ist wieder ein Körper. A. LG in L ist Unterkörper. Das ist nicht allzu schwer zu zeigen. Naja, wenn A in L ist, wenn A in LG ist, dann ist 1 durch A, das kann man hier ausrechnen, wieder 1 durch A, wenn man G darauf anwendet. Und das ist multiplikativ und additiv abgeschlossen. Das liegt daran, dass diese Gs hier alle k-linear sind. Ist Unterkörper. Und B, naja, das G, das hier auftaucht, ist sogar, es gilt dann sogar, das G ist in dieser großen Gruppe, aber das G sitzt auch in der Galois-Gruppe von LG. Ja, wir haben natürlich hier K in LG in L, das ist ein Zwischenkörper. Und wir können jetzt die Automorphismen von L betrachten, die K fixieren, das sind die K-Automorphismen. Ja, das ist das Gal KL. Wir können aber auch die Automorphismen von L betrachten, die LG fixieren. Das ist das, die Galois-Gruppe von L über LG. Ja. Nachdem aber das LG so definiert ist, dass das gerade die sind, jene Elemente von L, die unter allen Elementen von G fixiert werden, ist das schon da drinnen enthalten und das sitzt in Gal K. L. Ja. Ist klar, wenn ein Automorphismus K fixiert, ich glaube, wir haben Blödsinn gesagt. Einen Moment. Ja, klar. Das LG enthält das K. Wenn also ein Automorphismus von L das LG fixiert, dann fixiert er insbesondere auch das K. Okay. Das sitzt, und das G sitzt dann schon da drinnen. Das zweite ist einfach, es ist beides einfach zu zeigen. Könnt ihr es mal probieren, sonst können wir das nächste Woche auch noch einmal besprechen. Gut. Dazu einen Satz. Ja, die Idee von Galois ist jetzt im Wesentlichen das Folgende. Wir nehmen so eine Galois-Erweiterung und betrachten Zwischenkörper hier drinnen. Und wir nehmen entsprechend dazu die Gruppen, wie hier, die Automorphismengruppen. Und das Ziel wird zu zeigen, dass zwischen den Zwischenkörpern, die zwischen K und L liegen, und den Untergruppen von der Galois-Gruppe eine bijektive Korrespondenz besteht. Dann machen wir zuerst einen Satz über Fixkörper. Der lautet wie folgt. Sei K in L Galois. Das hier ist ein K, man kann das lesen. G, wir nehmen jetzt für G die ganze Galois-Gruppe und können uns fragen, was ist der Fixkörper von G?
dann gilt. Also was habe ich denn da geschrieben? Das ist ja ein Unsinn. Entschuldigung. Das ist natürlich kein L. Entschuldigung. Dann gilt, wir betrachten jetzt in L jene, die von allen Automorphismen von L fixiert werden. Und die Aussage ist, dass das gleich K ist. Das ist nur K. All das steht auch in den Büchern, die ich euch angegeben habe. Jetzt hier, die Sprache ist natürlich ungewohnt, da müsst ihr euch erst ein bisschen einfinden. Die Aussagen hier sind relativ leicht. Beweis. Im Wesentlichen muss man nur die Definition verwenden. Aber natürlich, wenn es eine neue Definition ist, dann braucht es eine Zeit, bis man damit umzugehen lernt. Ja, dass das K in LG enthalten ist, ist das hier schon klar. Weil natürlich per Definition jeder Automorphismus, der hier drinnen sitzt, muss K fixieren. Ja? Dann brauchen wir also nur noch die umgekehrte Inklusion. Naja, das liegt im Wesentlichen daran, wenn ein Element außerhalb von K durch die ganze Galois-Gruppe fixiert werden würde, naja, dann könnte man es ja nirgends anders hinschicken. Und das ist ein Widerspruch. Also, sei A aus LG, ich schreibe es nochmal hin, also G von A gleich A für alle G in G. Ja. Annahme, dieses A ist nicht in K. Wenn es nicht in K ist, dann hat er ein Minimalpolynom, sei f in kx, das ist ein Minimalpolynom von a über k. Das ist dann ein Polynom von irgendeinem Grad. Und der Grad ist mindestens 2. Dann der Grad von f größer gleich 2 wäre nämlich der Grad gleich 1, dann wäre das a in k. Der Grad ist größer gleich 2. Jetzt ist aber k in l normal. K in l normal. F von a gleich 0. Das a ist eine Nullstelle von f. Dann müssen die anderen Nullstellen auch in L liegen. Also liegen alle anderen Nullstellen von F auch in L. Okay. Und diese Nullstellen sind alle verschieden. Und sind, darf ich das da oben reinschreiben, sind paarweise verschieden. Wegen separabel. Ja, jetzt haben wir schon einen Automorphismus gefunden, der das A nicht fixiert, aber ich habe keinen Platz mehr. Wieder löschen. Es gibt also mindestens eine andere Nullstelle von diesem F in L. Und wenn wir eine Nullstelle B haben, die ungleich A ist, dann können wir ein Phi nehmen. Das ist jetzt wieder der Trick, den wir schon einmal angewandt haben. Der A, ein Phi nehmen, das A auf B abbildet. Ich schreibe es gleich hin. Also,
Der gehört dann noch da unten hinein. Sei B in L eine weitere Nullstelle von F. Setze Phi Schlange von KA nach L. Phi von A gleich B. Das B ist ungleich A. Okay. Das Phi Schlange ist natürlich fixiert nicht das A. Setze Phi Schlange fort. Wir verwenden immer wieder diesen Fortsetzungssatz. Fort zu Phi von L nach L Automorphismus. Und nachdem das A auf B abgebildet wird und A ungleich B, ist das Phi ungleich der Identität. Und das ist der Widerspruch. Ja, weil Phi, weil das A ist ja in LG. Es muss also, und G sind alle Automorphismen, es muss also fixiert werden. Widerspruch zu A in LG. Gut. Nächster Satz, wieder über Fixkörper. Wie schaut es denn zeitmäßig aus? Das wird sich nicht mehr ausgehen. Das ist immer die herrliche Situation, dass man am Schluss das dann nochmal hinschreiben muss. Ich schreibe mal hin und dann werden wir es hier belassen. Satz, wieder über Fixkörper. Da L ein Körper, G, die eine Untergruppe von Out L. Das Out L, wenn da kein K dabei steht, sind einfach die Phi von L nach L Automorphismus. Das ist interessant, wenn man das nicht nass wischt, dann geht das schon nicht mehr weg. Das ist derartig. Und wenn ich dann hier schreibe, dann verschwimmt das immer. Na, jetzt geht es besser. Phi von L. Das ist jetzt nur Körperautomorphismus. Ja, wir haben keinen kleinen Körper K. Das ist eine Untergruppe. Und was gilt dann? Jetzt konstruieren wir uns einen Unterkörper. Bei diesen Körperautomorphismen können wir betrachten, jene Elemente von L, die unter allen Phis fixiert werden. Setze K gleich LG gleich A in L, Phi von A gleich A für alle Phi in G. Das wäre wieder der Fixkörper von G. Fixkörper von G. Achtung, wir haben jetzt noch ein bisschen eine andere Definition, weil wir nicht mit einer Körpererweiterung starten. Klarerweise ist das K in LG erhalten. Körpererweiterung K in L, ja, weil das natürlich ein Unterkörper ist. Und die Aussage ist, dann gilt, und das ist jetzt ein bisschen länger zu beweisen, machen wir das nächste Mal. Das K in L ist Galois-Erweiterung. Also diese Fixkörper, die sind ein bisschen magisch. Das sind genau diejenigen, die uns die Galois-Erweiterungen liefern. Zweitens, der Grad von L über K ist genau die Kardinalität von G. Und drittens, die Galois-Gruppe von L jetzt über K ist gleich G. Ich gebe euch das noch an, das steht in Janssen Schwärmer, ist das etwa der Satz im Kapitel 6, 1, 3, Seite 129.
Hier werden wir das für heute bewenden lassen. Nächste Woche kommt dann schon der Hauptsatz der Gallo-Theorie. Aber das sind schon die vorbereitenden Teile, um den Hauptsatz zu beweisen. Also hier bekommen wir jetzt ein Wörterbuch zwischen Untergruppen von Automorphismengruppen eines Körpers und Unterkörpern von L. Ja? Und der Hauptsatz besagt dann, dass das wirklich eine Bijektion ist. Ja? Wenn wir den Fixkörper nehmen, ja, der Motor, der das macht, ist der Fixkörper. Einerseits, wenn wir von der Gruppe rübergehen, von der Gruppe zum Unterkörper K, dann nehmen wir den Fixkörper der Gruppe in L, bezüglich aller Automorphismen, das steht hier. Und wenn wir zurückgehen wollen und die Gruppe rekonstruieren, wenn wir den Unterkörper K in L haben, dann nehmen wir die Gallo-Gruppe und bekommen G. Okay. Das ist das, was Galois gesehen hat, dass da ein strenger Zusammenhang ist zwischen den Körperautomorphismen des Körpers und den Untergruppen bzw. den Körpererweiterungen. Und die nächste Einsicht war dann, dass die Qualität dieser Galois-Gruppe, eben, ob sie auflösbar ist oder nicht, darüber Aussagen gibt, ob die zugehörigen Polynomialgleichungen durch Radikale lösbar sind. Das ist jetzt, die Auflösbarkeit von Radikale kommt nach dem Hauptsatz, das werden wir wahrscheinlich nächste Woche gar nicht mehr so weit kommen. Ja. Schauen wir mal. Gut, das war's für heute. Ein bisschen früher fertig, schadet aber nicht. Ich hoffe, das passt so. Ich weiß, dieser Stoff ist jetzt wieder natürlich anspruchsvoller. Falls ich da wieder Sachen wiederholen soll oder wir das ausführlicher besprechen sollen oder mehr Beispiele. Ja, vielleicht wäre das ganz gut, jetzt mal ein paar konkrete Beispiele zu machen. Kommen dann sowieso. Und wir treffen uns gleich beim Pro-Seminar für diejenigen, die in meiner Gruppe sind. Das machen wir aber mit dem anderen Link, weil ich das von meinem Computer aus mache und nicht vom Lightboard aus. Und das dauert aber jetzt noch 5 bis 10 Minuten, bis ich hier gelöscht habe, aufgeräumt und dann bei meinem Computer bin. Also treffen wir uns vielleicht um kurz nach 1 auf dem anderen Link fürs Pro-Seminar. Danke für heute und bis zum nächsten Mal.